Der Name Durga bedeutet die Mörderin des Dämonen Mahisha. Der Legende zufolge gab es in alten Zeiten einen Dämon, Mahishasura, geboren von einer Büffelkuh, der alle Welten eroberte und selber Schutz vom Gott Brahma hielt. Nachdem er die Unsterblichkeit erlangt hatte, konnte ihn kein Mann töten, aber dieser Segen erwähnte keine Frau. Und da der Dämon keine Gefahr von Frauen erwartete, war er somit von allen außer Frauen geschützt. Als der Dämon voller Stolz vor übermäßiger Stärke und Macht die Götter aus ihren Wohnstätten vertrieb, wandten sie sich an Brahma, Vishnu und Shiva, um Schutz und Hilfe bei dem Widerstand gegen Mahishasura zu erhalten. Narayana zeigte seinen göttlichen Segen und die Göttin Durga erschien als Retterin in unserer Welt. Sie erfüllte das gesamte Universum mit sich. Die Götter huldigten ihr und nachdem ihr gesegnete Hymnen gesungen worden waren, stieß sie einen drohenden Schrei aus, der den Tod von Mahisha ankündigte. In einem Kampf mit Mahishasuras Armee tötete sie seine Krieger ein nach dem anderen, bis Mahisha an der Reihe war. Nachdem sie ihn mit einer Schlinge gefesselt hatte, schnitt sie ihm mit einem Schwert den Kopf ab. So besiegte die Göttin Durga den Dämon und stellte das Gleichgewicht und die Harmonie im Universum wieder her. Erwähnungen der Göttin Durga finden sich in Vedas und anderen heiligen Schriften. Durga wird beschrieben als die Kraft, die sich dem Dämon Mahishasura widersetzt, der die Verkörperung dämonischer Kräfte ist und den weiblichen Aspekt Gottes verherrlicht. Wie gefällt dir die Legende? Findest du die interessant? Like das Video und abonniere meinen Kanal, dann werde ich Videos über die Göttin Lakshmi und Göttin Saraswati vorbereiten.